Schönen guten Abend, Kalispera, Solus, liebe Freunde, liebe Mitkämpfer, auf Griechisch klingt das besser, Synagonistes, ja. Auch die paar, die ich nicht kenne, also die nehme ich ehrenhalber da mit rein, also diese Kategorie. Während der Epitaetia, der 7 Jahre, war ich in Berlin und deswegen bin ich also ein bisschen Sinkinimenos, das gefällt mir besser, gerührt im Deutschen ist so ein bisschen, dass ich jetzt gerade eben in Berlin zu diesem Thema spreche. Jetzt muss ich erst entscheiden, ob ich, da ich die Lesebrille nicht dabei habe, ob ich ohne Brille, mit Brille, ohne Brille. Bitte? Eine Lesebrille ist das. Ja, nö. Im Jahre 1967 schreibt Legationsrat Pfauter von der Botschaft Athen dem Leiter einer 30-köpfigen Jugendgruppe aus Wiesbaden, die eine Inseltour plante. Zitat. Mai 67. Es herrscht völlige Ruheordnung hier, sodass ihre Reise nichts im Wege steht. Als dennoch die meisten Eltern ihre Sprösslinge situationsbedingt abmelden und die Reise somit ins Wasser fällt, bedauert der Diplomat, der übrigens auch während der Okkupationszeit in Athen stationiert war, natürlich kann die Besorgnis der Eltern etwas verstehen, da unsere Presse alles übertreibt und ins Feuer bläst. In Griechenland herrscht völlige Ruhe und Ordnung mehr als je zuvor. Die Ereignisse des politischen Umsturzes sind in einigen Nachtstunden vorübergegangen und haben das öffentliche Leben kaum berührt. Die neue Regierung versucht mit großer Mühe, Ordnung in die Verwaltung zu bringen und hat darin schon manche Erfolge bewiesen. Falls die Ereignisse nicht diesen Verlauf genommen hätten, wäre das Land wahrscheinlich in einen höchst turbulenten Wahlkampf verstrickt worden, dessen Ausgang und weitere Folgen sehr unliebsam, wenn nicht katastrophal geworden wären. Das ist also ein Brief, der nicht botschaftsintern oder als Auswärtige Amt geht, sondern die also in aller Öffentlichkeit also an Griechenland interessierte Deutsche weitergeleitet wird. Auch in den Folgejahren zeigt die Athener Botschaft, habe ich hier so einige frühere Vertreter der Botschaft in Athen, sehe aber nicht aus der Hundertzeit, das gilt natürlich für die Anwesenden in keiner Weise. Ja. Auch in den Folgejahren zeigt die Athener Botschaft bei mancher Kritik im Einzelnen oft mehr Verständnis für das Regime als die Zentrale in Bonn, was mich überrascht hat. Dort quält sich das Auswärtige Amt mit der Frage, wie das Verhältnis der BRD mit Griechenland, das heißt mit der Junta, praktisch zu gestalten sei und ob man eindeutiger als bisher von den neuen Machthabern abrücken solle. Denn die Botschaft schreibt nie was von Abrücken. Ne? Denn zweifellos sei A, dass das Regime undemokratisch und schädige das Ansehen des westlichen Bündnisses, doch B, habe es innenpolitisch immerhin mittelfristige Demokratisierung sowie außenpolitisch Bündnis und Vertragstreue versprochen. Zudem sei die geostrategische Position Griechenlands bekanntlich von eminenter Bedeutung. Eine Quarantäne seitens der Verbündeten könnte ein Abschwenken des Regimes in neutralistische, nasseristische Lager bewirken. Ein eventueller Austritt aus der NATO hätte unabsehbare Folgen für die Allianz. Zudem betont die Bundesregierung, wie auch die anderen NATO-Partner, die Notwendigkeit abzuwägen zwischen den politischen Interessen und dem fraglichen politischen Effekt einerseits sowie den möglichen Schäden für die deutsche Wirtschaft andererseits. All diese Gesichtspunkte seien in der kulturpolitischen Öffentlichkeitsarbeit zu berücksichtigen, doch fehlt eine Empfehlung, ob der Akzent auf A oder auf B zu setzen ist. Bitte merken Sie sich dieses A und B, ich komme nochmal darauf zurück. Solche unscharfen, widersprüchlichen Richtlinien lassen den deutschen Diplomaten viel individuellen Spielraum und erklären Inkonsequenzen, gerade auch in der kulturpolitischen Arena. Und das ist mein Schwerpunkt, also heute Abend, also über Wirtschaft und so weiter, interessiert mich weniger und bleibt hier raus. Unbeirrt sieht die Botschaft als ihre wichtigste kulturpolitische Aufgabe die Aufrechterhaltung der zahlreichen bestehenden geistigen Zusammenhänge zwischen Griechenland und Deutschland, da die kontinuierliche Pflege traditioneller Beziehungen
besonders auch unter derzeit herrschenden Verhältnissen, fruchtbare Ergebnisse verspreche. Das Auswärtige Amt stimmt im Prinzip zu, gibt aber zu bedenken, das ist jetzt A, nicht so sehr B, dass sich die ablehnende Haltung der Intelligenzschicht dem Regime gegenüber weiter verstärkt als Folge von Zensur und Zwang. Massenentlassung von Hochschullehrern, Ausreiseverbote für nach Deutschland berufene Wissenschaftler, politische Überwachung der Studenten etc. etc. So lehnten es viele deutsche Wissenschaftler ab, Vorträge in Griechenland zu halten oder an Kongressen teilzunehmen. Aber sogar dem vergleichsweise unbedeutenden Beschluss des heutigen Referenten, sich im Studienjahr 68-69 für ein Stipendium an der Uni Athen zu bewerben, Direktaustausch, gingen lange Diskussionen über für und wider mit griechischen Freunden voraus. Unter diesen Vorzeichen blieben die Bemühungen des Auswärtigen Amtes, den bekannten Germanistiklehrstuhl in Athen zu besetzen, lange erfolglos. Unter anderem hatte die an der FU lehrende, bekannte Goethe-Wissenschaftlerin Katharina Mommsen im Juni 69 zugesagt, doch bereits 2 Wochen später musste sie schweren Herzens die Berufung ablehnen, da der Rektor der FU, ihre Kollegen und namentliche Studenten den beabsichtigten Wechsel nach Athen als Politikum bewerten im Sinne des Obristenregimes. Es sei erinnert, dass wenige Tage zuvor in den Händen des Athener Ökonomieprofessors Sakis Karayogas ein selbst hergestellter Sprengsatz explodiert war, woraufhin der Schwerverletzte von der Sicherheitspolizei brutal gefoltert wurde. In diesem Zusammenhang noch ein autobiografischer Splitter. Der Referent, eben wieder aus Athen zurückgekehrt, wir haben ziemlich viel gependelt, verkaufte für den Unterstützungsfonds Anti-Junta-Plakate vor der FU-Mensa mit dem Slogan: Was ist das für ein Regime, wenn sogar Profs anfangen, Bomben zu basteln? Mein ernst gemeinter Werbegag brachte unerwartetes Feedback, als ein Student lässig entgegnete: Dufte, tolles Land. Worauf die Umstehenden Gelächter ausbrachen. Zugleich aber die offerierten Poster mit Akropolis und Kunterpanzer reißenden Absatz fanden. Für Studentenbuch. Währenddessen diskutierte die bundesdeutsche Ministerialbürokratie weiterhin ihr 7-jähriges Dilemma. Einerseits wolle man die große Tradition der Kulturbeziehungen nicht politischer Aktualität opfern, sondern in vertretbarem Ausmaß pflegen. Im Ton wechselt das immer das Originaltitel. Letzteres liege, wie oft betont wird, im Interesse der geistig isolierten, beachtlich großen Intelligenzschicht Griechenlands sowie eines breiten Publikums, das kulturelle Verbindung nach draußen suche. Andererseits müsse aber die deutsche Griechenlandpolitik die in den eigenen Hochschulen herrschende Empörung über die Knebelung der griechischen Akademia berücksichtigen. Hierbei verwies das Auswärtige Amt im August 69 auf die kürzlich verhafteten Hochschullehrer Mangakis und Maronitis, von denen letzterer im Wintersemester 68-69 von den Universitäten München und Mainz zu Gastvorlesungen eingeladen worden war. Im Gegenzug jedoch, immer Ping-Pong, warnten Funktionäre des Regimes die feindliche Haltung deutscher Hochschulkreise, die ja nicht ohne Einfluss auf die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik bleiben könne, der Einmischung in die innergriechischen Verhältnisse und in die Verhältnisse eines befreundeten Staates mit negativen Folgen für die bilateralen Beziehungen. So fürchtet das Auswärtige Amt Repressalien der Junta als Antwort auf Boykott und Kritik, denn das Regime bestraft Diffamierung seitens der deutschen Welle mit verstärkter Produktion und Ausstrahlung antideutscher Kriegsfilme im Fernsehen sowie im Kino. Die bekannte Keule, die man nur rausholt. Weiterhin mit der Streichung deutschsprachiger Radiosendungen und mit Schikanierung deutscher Institutionen, gerade auch der Kulturinstitute. Gleichzeitig wurden Köder für Bonner Wohlverhalten ausgelegt. Durch die Erhebung der deutschen Sprache zum fakultativen Pflichtfach im Gymnasialunterricht,
die Aufwertung des damals noch nicht prüfungsberechtigten Germanistik-Lehrstuhls in Athen oder die Wahl des deutschen PAL-Systems beim geplanten Farbfernsehen. Immer wieder die Wirtschaft lugt so um die Ecke. In eine andere Kategorie fällt das Versprechen, heikle Themen aus der deutsch-griechischen Vergangenheit, zum Beispiel das Massaker von Kalavryta, in Rundfunk und Fernsehen zu unterbinden. Unter diesen Vorzeichen sagt das Auswärtige Amt die überfällige Sitzung der gemischten Kommission im Rahmen des deutsch-griechischen Kulturabkommens nicht ab, sondern verschiebt es nur mehrmals. Das letzte Mal, um die Bundestagswahl Ende September 69 abzuwarten, damit wörtlich das Treffen nicht im Wahlkampf von der deutschen Publizistik zu zweckfremder Argumentation benutzt wird. Zur gefürchteten Publizistik zählen auch die griechischsprachigen Programme des Bayerischen Rundfunks der Deutschen Welle. Da werden wir später wohl noch etwas hören, auch im nächsten Panel. Wobei oft die einseitige Polemik der exilgriechischen Mitarbeiter, Nikolaou, Bakoyannis und so weiter, kritisiert wird. Eine Zäsur bildet hier der scharfe Protest von Koordinationsminister Makaresos gegen die verbrecherisch böswillige Kampagne der beiden Sender. Botschafter Limburg, dem Allgemeinen eben aus der Figarevsi, wie heißt das, also die Hilfe bei der Flucht bei von Magakis kennen, pflichtet leider weitgehend bei. Die inkriminierten, einseitig negativen Programme seien von zweifelhaftem Wert und Wahrheitsgehalt und würden daher das Klima entscheidend vergiften. Zugleich warnt der Bonn vor der Gefahr eines fortschreitenden Verlustes der deutschen Einflussnahme auf bzw. Beteiligung an der stürmischen Entwicklung Griechenlands mit seiner florierenden Wirtschaft und seiner stabilen Regierung. Andere Mächte stünden bereit, den von Deutschland aufgegebenen Platz in dieser strategisch so überaus wichtigen Region einzunehmen. Wo man natürlich völlig recht hat, ist Frankreich, Großbritannien, es gibt konkrete Fälle, sogar die Schweden gießen Wasser in ihren widerständigen Wein. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage, ob die bisherige deutsche Griechenlandpolitik, die das gewünschte Ergebnis der Redemokratisierung nicht zur Folge hatte, auch weiterhin fortgesetzt werden kann. Zwar kommt es, das Ende 71 war das, zwar kommt es nicht zur Totalumkehr, doch bemüht man sich in Bonn wieder einmal um die goldene Mitte zwischen unversöhnlichen Positionen. Schwierig. So wird am 1. Oktober 72 die Leitung der Griechenland-Redaktion durch den deutschen Haier übernommen. In Berichterstattung und Kommentar soll Deutschland stärker in den Vordergrund treten und vor allem auch die demokratischen deutschen Traditionen, 12 Jahre nehme ich an, sind ausgenommen hier, und vor allem sollten die griechischen Redakteure erneut angehalten werden, sich eines angemessenen Tones zu befleißigen. Worte wie Regime, Obristen sollen nicht mehr gebraucht werden. Spitzenvertreter der Deutschen Welle treffen sich mit Funktionsträgern des Regimes, Stamatopoulos und so weiter, zum Gedankenaustausch. Aber auch unter der philhellenischen bzw. der institutionalisierten deutsch-griechischen Intelligenz war die Solidarität mit der griechischen Opposition leider nie flächendeckend. Das zeigt sich etwa in den seit 1961 zur Vereinigung zusammengeschlossenen deutsch-griechischen Gesellschaften, wo trotz demokratischer Dominanz, das muss betont werden, in den meisten Gesellschaften, insbesondere die Präsidenten in Berlin und Hannover, Aristides Bolotas und Clovis Plein, als Propagandisten des neuen Hellas unverhohlen auftreten und wirken. Diskreter war das der Fall beim neuen Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen, Ulf Janssen, im Gegensatz zu seinem Vorgänger Emil Kunze, oder bei diversen publizistisch wirkenden Deutsch-Griechen wie Johannes Kaitanidis, bekannte Griechenland ohne Säulen. Auch an manchen Universitäten halten sich die Fraktionen die Waage, wobei, simplifizieren, eine knappe Mehrheit der Lehrenden gegen eine klare Mehrheit der Studenten steht. So etwa bei der 150-Jahr-Feier der Uni Bonn, als deren Senat trotz scharfer Widersprüche die Junta treuen
Das Opportunismus und Überzeugung, Opportunismus nehmen wir an, Rektoren von Athen und Saloniki einlegt. Der Bonner Rektor hatte sich, wie er dem Auswärtigen Amt versichert, immer um eine gerechte Beurteilung der Vorgänge in Griechenland bemüht. Unabhängig, jetzt versteht man auch, was unter gerecht versteht, unabhängig von der Hetze der Exilgriechen und der studentischen Linken. Schneemelcher, der Name des Rektors. Hat jemand nicht wissen, dass er in Bonn studiert hat. Folgerichtig verurteilt er die üblen Ausschreitungen der Demonstrantenhorde. Befürchtungen, dass linke Gruppierungen Rabatz machen dürften, Rabatz, Zitat, befallen auch in München die Verantwortlichen vor einem bilateralen Kulturtreffen. So wird vorgeschlagen, das Programm so zu gestalten, wörtlich, dass die griechische Delegation in weiten Bogen um Historiker, Politologen und Ähnliches herumgeführt wird. Sehr schönes Zitat. Hingegen besteht für den Bereich Kindergarten, Sekundärschulen und medizinische Fakultät keine Demonstrationsgefahr. Es ist schwierig, keine Satire zu schreiben, wie wir immer gesagt haben. Offenkundig ist der Kausalzusammenhang solcher Vorfälle mit der Mahnung des Auswärtigen Amtes an die Friedrich-Ebert-Stiftung, die zwar noch nicht mal oppositionell ist, aber erstmal auf das Außenministerium beschränkt ist in ihrem Einfluss, die aus Bundesmitteln mit finanzierten Sonderstipendien für griechische Studenten sei nicht unter dem Gesichtspunkt der Förderung gesellschaftspolitischer Bestrebungen bewegt worden. Die Stiftung solle daher auf die Stipendiaten einwirken, dass ihre politische Aktivitäten einschränken und sich intensiver um einen Abschluss ihrer Studien bemühen. Also das ist noch unter Kanzler Kiesinger jetzt. Unterdessen verbucht das Regime weitere Teilerfolge. Die Athener Botschaft vermerkt im Jahresbericht 1969, trotz innergriechischer Verhärtung habe der kulturelle Boykott durch das Ausland nachgelassen. Ausschlaggebend hierfür war, das ist jetzt ein Zitat wieder, dass die griechische Regierung, also Regime wird fast nie benutzt, ist immer Regierung, ja, keine Kosten scheut, die Hauptstadt zur gastfreundlichen Metropole für Wissenschaft und Kunst zu machen. Die hat den rund 45 Kongressen jedwede materielle Hilfe zuteil werden lassen, die gesellschaftlichen Rahmenveranstaltungen aufs großzügigste ausgerichtet und für die Festival, erstmalig den ausländischen Ensembles außer ungewöhnlichen hohen Honorare freie Reisen und freien Aufenthalt gewährt. Unter solch verlockenden Bedingungen überwinden manche deutsche Hochschullehrer frühere demokratische Skrupel, allerdings, das sei zu ihrer Ehre gesagt, nur wenige Geisteswissenschaftler. Dennoch sieht sich die Westdeutsche Rektorenkonferenz veranlasst, am 21.04.1970, 21. April, Jahrestag, ja, alle Wissenschaftler aufzufordern, bis zur Freilassung der verurteilten griechischen Gelehrten und Studenten nicht durch Besuch von Kongressen der Militärregierung den Anschein von Humanität und Wissenschaftsfreiheit zu verschaffen. Zitat Ende. Zahlreiche Hochschulen und Studentenvereinigungen schließen sich an. Botschafter Limburg, der erst mit großer Verspätung von der Intervention erfährt, kritisiert sie als der Wissenschaft hinderlich und ihren politischen Effekt als unwirksam. Dennoch sinkt die Zahl der deutschen Vertreter abrupt. Nur einen Monat später, zum Internationalen Südostkongress, kommen nur 10 der knapp 40 deutschen Kongressteilnehmer. Also ein Viertel. Im ganzen Jahr folgen lediglich 14 deutsche Professoren Einladungen nach Griechenland. Die meisten gehören außer universitären Forschungsinstituten, Max Planck und so weiter, an oder sind emeritiert, sodass sie sich nicht durch obige Beschlüsse gebunden fühlen. Machen auch einen schönen Urlaub eher auf meine griechischen Inseln. Andererseits sorgen sich die deutschen Diplomaten, dass nicht falsche Leute von falschen Gastgebern nach Hellas geladen werden. Das gilt etwa für das Goethe-Institut, das nicht zu Unrecht als potenzieller Zufluchtsort für Nonkonformisten, Oppositionelle und andere Störenfriede gilt. Kein Originalzitat, das ist Zusammenfassung Fleischer jetzt. Großartig. So wird wohl auf Betreiben der Botschaft eine Ausstellung avantgardistischer Literatur vorläufig verschoben, da es untunlich erschien, amtliche Stellen durch provokatorische Themen zu irritieren.
Als Heinrich Böll beim privaten Athenaufenthalt dem Institut einen Besuch abstattet, versucht Botschafter Onken von seiner regimekritischen Haltung abzubringen, da angenommen werden kann, dass der frisch gebackene Nobelpreisträger, in Athen hat er doch immer erfahren, über die politischen Gegebenheiten Griechenlands besonders von Personen, die dem hiesigen Goethe-Institut nahestehen, informiert worden war. Also offensichtlich negativ, wenn man dem Goethe-Institut nahestand damals. Ich schließe meinen Überblick mit dem bereits von Herrn Maronidis und vielen anderen, Miltos und Vangelis, angesprochenen Schlüsselereignis. Den Besuch von Günter Grass in Athen auf Einladung der Gesellschaft zum Studium griechischer Probleme, die der liberalen Opposition nahestand. Die Einladung ging im Dezember 1971. Zugleich äußert die Botschaft Bedenken wegen des Gastgebers und des vorgegebenen Themas, das die NATO und ihr Verhältnis zur Demokratie einbezieht. Das Auswärtige Amt, aber auch der Auslandsreferent der SPD, des SPD-Bundesvorstands, Dingels, schließen sich an. Erfolglos bleiben jedoch Versuche, den Autor zu einer Ablehnung der Einladung zu bewegen, um somit eine Belastung des deutsch-griechischen Verhältnisses zu vermeiden. Doch verspricht Grass, er werde seine Kritik am Athener Regime philosophisch schreiben, mit dem heute bereits genannten Titel gegen die Gewöhnung. Als er aber den Wunsch äußert, nach seinem Vortrag in einem Athener Theatersaal eine Pressekonferenz im Goethe-Institut abzuhalten, mit der Klarstellung, ich spreche als Privatmann und Schriftsteller, ohne offizielle Funktion, reagiert Botschafter Limburg allergisch und fragt im Auswärtigen Amt an, ob er sein politisches Einspruchsrecht wahrnehmen soll. Dort wiegelt man ab. Da man davon ausgeht, dass Herr Grass Vernunftsgründen zugänglich sei, wäre es der Einlegung eines formellen Vetos wohl kaum bedürfen. Zitat Ende. Trotz dieser Dissonanzen wird die Veranstaltung ein Riesenerfolg. Der knapp 1000 Menschen fassende Saal ist bereits eine halbe Stunde vor Beginn überfüllt. Der zweisprachige Vortrag von starken und spontanen Beifall unterbrochen, namentlich wenn Grass auf die Einschränkungen der demokratischen Freiheitsrechte in Griechenland oder auf inhaftierte Oppositionelle namentlich eingeht oder auf die notwendige Solidarität der demokratischen Staaten zu sprechen kommt. Der Botschafter und sein Stellvertreter haben hier kommen nach Lesen der gedruckt vorliegenden Rede demonstrativ abgelehnt, ebenso die Einladung zum abschließenden Essen. Das Auswärtige Amt rät Regimevertretern gegenüber, den privaten Charakter des Grassbesuchs zu betonen und dass die Bundesregierung, Zitat wörtlich, dessen Auffassungen in wesentlichen Punkten nicht teilt. Nicht genau spezifiziert, was die wesentlichen Punkte sind, aber das lässt man absichtlich so ein bisschen flu, damit man also auch das Regime happy hält. Anzumerken ist noch, das sind immer dann die betrüblichen Anmerkungen, dass auch Willy Brandt klare Vorbehalte gegen den von Grass praktizierten demokratischen Interventionismus geltend macht, womit jene Versuche, die deutsche Griechenlandpolitik durch die Hintertür festzulegen. Zu erwähnen ist auch, dass der kulturpolitische Jahresbericht für 1972, der am Anfang im Frühling 1973 geschrieben wird, mittlerweile mit neuen Botschafter Onken, mit keinem Wort den Grass-Vortrag erwähnt, obwohl dieser bis heute im kollektiven Gedächtnis der Griechen, das sehen wir auch hier, zu den Sternstunden deutscher kulturpolitischer Solidarität der Junta-Herrschaft zählt. Im Anschluss daran ein Nachtrag in eigener Sache. Bei dieser meiner oft ernüchternden Auswertung der diplomatischen Korrespondenz erscheint das Bild trüber, als es der auch von mir gelebten und erinnerten Wirklichkeit entspricht und die hier auch wiederholt zum Ausdruck kam und kommt. Griechische Wissenschaftler fanden gastfreundliches Asyl. Viele Studenten der Schwarzen Liste erhielten Fremdenpass, sichere Studienplätze und Stipendien. Deutsche Stellen, nicht alle, aber viele, unterbanden oder bremsten zumindest die Versuche der Regimevertreter,
die eigenen Staatsbürger auf deutschem Boden zu bespitzeln, einzuschüchtern und zu indoktrinieren. Deutsche Institutionen, Komitees sowie Individuen unterstützen Solidaritätskonzerte, Paranturi, Theodorakis, viele andere, und Mercuri und andere Veranstaltungen, die nicht selten von offizieller deutscher Seite als suspekt angesehen, beobachtet oder gar sabotiert wurden. Ein Bericht steht, der Schlagerkomponist Theodorakis politisiert wieder mal. Die Gewerkschaften betreuen die Gastarbeiter kulturell. Das haben wir gerade also von Vangelis Karmanolakis, also sehr viel Material gesehen. Deswegen bin ich sehr froh, dass er als notwendige Ergänzung zu unserem Thema schon vor meinem Vortrag dieses Material gegeben hat. Sogar das Auswärtige Amt verteidigte die von den deutsch-griechischen Gesellschaften herausgegebene Kulturzeitschrift Hellenica, und deren aufmüpfige Redakteurin Isidora Rosenthal-Camerinea, gegen die wütenden Attacken der griechischen Botschaft, obschon man der Redaktion nahelegt, mehr Zurückhaltung zu üben. Die Krux des offiziellen Deutschlands lag im Versuch, es beiden Seiten recht machen zu wollen, dem Regime und seinen Opfern, mit antithetischen Intentionen. A und B, Sie erinnern sich. Andererseits sollte man vom Auswärtigen Amt nicht allzu viel verlangen. An der Quadratur des Kreises war sogar Archimedes gescheitert. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Freischer, für diesen interessanten und auch persönlichen Vortrag. Wir haben jetzt, glaube ich, nicht mehr, ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit für Diskussion. Aber vielleicht noch, hat jemand direkt eine Frage oder eine Anmerkung noch zu dem Vortrag? Bei den deutschen Medien scheint besonders die Deutsche Welle und der Bayerische Rundfunk eine Anti-Rundehaltung eingenommen zu haben. Dagegen gab es verschiedenen Widerstand. Und darauf zieht meine Frage. Es gab Zeiten, wo bestimmte Sendungen der ARD in Bayern, im Bayerischen Rundfunk, nicht gezeigt werden durften, aus politischen Gründen. Offenbar durch den Einfluss der bayerischen Regierung. In Bayern ist sehr lange nicht gerade sehr liberal gewesen, um es zu sagen, gerade zu reaktionär. Weiß man etwas darüber, wie weit die bayerische Regierung auch versucht hat, die Anti-Junta-Sendungen des Bayerischen Rundfunks zu behindern, zu unterbinden und so dergleichen? Franz Josef der Große. Ich hatte noch einen boshaften Satz also zu hohen und höchsten CSU-Funktionären drin, und dann muss ich ohnehin kürzen und habe den rausgestrichen und in eine Fußnote mit reingenommen. Es gibt natürlich, was weiß ich, meinetwegen der Wirtschaftsminister von Bayern ist sehr aktiv mit Protesten und weist immer darauf hin, dass eben die deutsche und insbesondere auch die bayerische Wirtschaft eben sehr gern aufgenommen wird in Griechenland dass man eben nicht also dieses wunderschöne Klima kaputt machen soll durch irgendwelche blöden Sendungen. Ja, also das kommt immer wieder. Wobei das ganz interessant ist, eben, dass eben das griechische Programm, also des Bayerischen Rundfunks, da so eine kleine Nischendasein auf ihrer intellektuellen Insel da führt. Also ist es nicht leicht. Und ich hätte auch mit Bakoyanis seinerzeit gesprochen und irgendwie dachte, dass sie irgendwie mal schreiben. Wir wissen, also es ist nicht dazu gekommen, dass er. Aber es gab Interventionen eben auch von Franz Josef persönlich natürlich. Ja.